Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Es wird Zeit, dass wir unsere Statistik mal ein bisschen besser gestalten in dieser Weekend League und jetzt zwei Spiele in Folge gewinnen. Haben wir das letzte eigentlich gewonnen? Haben wir hatten drei. Bin mir gerade unsicher. Ich glaube, wir haben ja, ich glaube, ja klar, wir haben es gewonnen 1-0 durch das Tor von Wagner. Ich erinnere mich. Und Tiguain, mal schnell gucken. Ja, da müsste vier Stände auf den Schwachen haben, ist Rechtsfuß. Schauen wir mal, ob er wirklich so abgeht, wie er abgehen sollte als 90er Stürmer. Und ich würde sagen, wir fangen an. Das passt nicht so, aber schön, dass er einfach mal auf Weiter drückt. Was hat er denn? Was hat er denn? Was hat er denn? Oh, er spielt mit vier Leihspielern, interessant. Ach, auch Calcio A. Donnarumma, Bonucci. Hatte ich den schon oder hat er den extra sich irgendwo hergeholt? Koulibaly ist natürlich. Oh, mit Dzeko, kopfballstark, aber langsam. Und auch abschlussstark natürlich. So, Konzentration. Zwei Spiele in Folge gewinnen. Nicht so viel rumlabern und vor allem nach vorne keine offensichtlichen Scheißfehler machen. Weil ich wieder irgendeinen Dreckspass spiele. Oh krass. War ein bisschen glücklich das Tor auf jeden Fall. Aber schön, wie Icardi ihn da ins kurze Eck macht. Schöner Anfang. Schauen wir uns nochmal ganz genau an. Ja, aber abgefälscht. Wäre wahrscheinlich sonst nicht reingegangen. Aber schön, dass man abgefälscht reingeht. Icardi habe ich gerade gesagt. Sorry. Higuain natürlich. Oh, Icardi. Higuain. Oder Higuain, wie sie ihn gerade genannt haben. Oh, das war er gut gemacht. Das nicht. Schöner Pass. Und dann scheiße ausgespielt, weil er es wirklich sehr gut verteidigt hat. Sehr abwartend. Hätte ich anders lösen müssen. Das war wieder so was, was ich gemeint habe, wo ich einfach unzufrieden bin, weil es einfach so offensichtlich klar war, dass es scheiße war. Scheint gerne mal über die Schusstäuschung zu kommen. Nein! Oh, was für eine geschenkte Ecke, krass. Oh. Ah, sehr gut. Oh, Foul vom eigenen Spieler, Hilfe, Hilfe! Schon wieder so ein Pass. Sinnlos. Wozu mache ich das? Wozu mache ich das? Raff dich doch mal, Paxis. Warum schießt du so eine Scheiße zusammen? Du kannst das besser spielen. Dzeko dürfte auch nicht wirklich abschlussstark sein. Sorry. Dribbelstark meinte ich. Was? Wir waren noch dran? War ihn leider kein Pace Monster. Wieder den Ball veralbert. Och man, hätte ich auch einfach durchziehen können. Das war knapp, der Pass ist okay. Alter, was macht denn Donner da? So, und jetzt machen wir bitte keine Offensivscheiße mehr. Ist Higuain eigentlich Kopfballstark? Ich hätte mir mal seine Ingame-Werte anschauen sollen, fällt mir gerade so ein. Wäre vielleicht ganz schlau gewesen. Oder zumindest nicht dumm. Und dann machen wir es zweite. Bin trotzdem, also ich freue mich natürlich, dass ich jetzt hier den. Es klappt wieder nicht. Ich frage mich, woran das festhängt, ob das war alles klappt. Scheiße, Mann. Was wollte ich sagen?
Bricht der jetzt schon ab? Das wäre krass. Glaube ich aber nicht. Was wollte ich sagen? Ich bin nicht zufrieden, obwohl ich 2-0 führe, weil ich einfach in der Offensive einfach Fehler mache. Brozovic, schönes Tor. Im Übrigen. Der ist ein bisschen untergegangen, oder? Die letzten Spiele, aber ich glaube, er hat vor allem Vorlagen gemacht, die ich nicht so beachtet habe. Den hat er schön über den Schlappen rutschen lassen. War auch knapp. Kann es eigentlich sein, dass früher in den FIFA-Teilen die Netze besser animiert waren als jetzt in den neueren? Das war doch, glaube ich, schon in FIFA 17 so, dass die sich mega oft gar nicht. Hat er eigentlich gut gespielt, aber war auch gut dabei, dass er überhaupt so weit kommt. Und ja, dass die Netze sich nicht mehr bewegen, wenn der Ball reingeht, das sah auch immer schön aus früher. Und mittlerweile ist es einfach nicht mehr animiert. Also, es geht mir auf den Sack. Ich meine, es ist nichts wirklich Tragisches, aber es ist auffällig. Und ich verstehe nicht, warum das früher ging und jetzt nicht mehr. Liegt vielleicht an der neuen Engine. Wie hieß er nochmal, die Engine? Ich hab's vergessen. Schade, muss ich vielleicht straff spielen. Knapp. Oh, ja, lasst euch bitte alle überlaufen. Es war ein schwieriger Pass in den Rücken, deswegen kam er auch nicht, glücklicherweise. Oh, Gott, Leute, da brauche ich gar nicht weiter rennen. Das ist viel zu langsam. Oh Mann, lass den Vorteil laufen. Es sei denn, es ist rot. Das muss jetzt rot sein. Das muss rot. Oh mein Gott, das ist kein Rot. Lass doch den Vorteil weiterlaufen. Higuain komplett durch. Da macht ihr das 3-0. Das Spiel ist fast durch. Fuck. Irgendjemanden, der es ein bisschen kann. Brozovic. Oh Gott, was sind denn das wieder für Freistöße? Das gibt's doch gar nicht. Okay, ablegen, 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 bis ich vielleicht mal wirklich irgendjemanden habe mit, weiß ich nicht, 90 Freistoßpräzision oder so. Boah, brauchen wir anscheinend nicht anfangen. Interessanterweise hatte ich aber dieses direkte Freistoßtor, was ich auf der PS4 gemacht hatte, auf FIFA 18 offline mit Freunden gespielt. Das hatte ich komischerweise auch mit einem gemacht, der es nicht wirklich drauf hatte. Ich glaube 76 Freistoßpräzision oder so. Okay, da haben wir ein bisschen Glück gehabt mit Higuain, dass er dann nochmal einen Ball gekommen ist. Wenn ich dran denke, müssen wir nach dem Spiel mal gucken, was seine Ingame-Werte sind. Schöner Kopfball von Brozovic. Leider direkt in Donnarummas Arme. Was für ein Pass. Oh, macht der Rossi schön, leider bleiben wir nicht im Ballbesitz. Oh, das war ein straffer Pass, Freunde, das war kein Schuss. Es war ein straffer Pass, er hat ihn aber einfach mal. Ich wollte auf dem zweiten Pfosten straff passen, wäre wahrscheinlich besser gewesen, da zu flanken in der Situation. Aber es war ein straffer Pass, er macht quasi einen Schuss draus. Das war aber auch nicht schlimm, weil wenigstens die Ecke. Oh, Higuain kommt auch zu Kopfbällen, wie es aussieht. Komisch, dass die Flanken hier im Calcio A deutlich besser kommen nach Ecken als bei der Bundesliga. Aber vielleicht ist jetzt auch mit Lichtsteiner einfach jemand, der es richtig gut kann. Er hat auch, glaube ich, einen sehr guten Flankenwert. So, wir führen auf jeden Fall verdient 2-0, auch wenn ich nicht ganz zufrieden war mit meinem Offensivspiel. Wobei jetzt gegen Ende ging es eigentlich wieder. Da fällt mir gerade ein, das neue Stadion, was ich nehme, hat keinen Schatten. Ist mir bisher zumindest noch keiner aufgefallen. Und ich habe noch kein Spiel gesehen, wo im Spiel das Wetter wechselt. Wäre mir zumindest nicht aufgefallen und soll es angeblich geben in FIFA 18. Habe ich aber noch bisher nicht mitbekommen. Es regnet auch irgendwie nie online. Kann das sein? Oder ist das nur offline so? Es kann natürlich auch so wieder sein, dass sie sagen, wir wollen nicht diesen Zufallsfaktor Regen oder sowas haben in der Weekend League oder im Online-Spiel. Und deswegen gibt es das bloß offline. Das kann natürlich sein. Also offline hatte ich schon Regen, aber ich kann mich nicht daran erinnern, in der Weekend League schon mal im Regen gespielt zu haben.
Was ich irgendwie blöd finde, weil es ist ja für den Gegner und für mich gleichermaßen Vor- oder Nachteil. Es ist ja nicht so, dass ich sagen würde, okay, Regen ist nur für mich scheiße und für den Gegner nicht, deswegen kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ah, ich glaube, wir müssen noch kein Limmer einwechseln. Wir führen auch 2-0, aber gut, 2-0 heißt noch nichts, aber ist mir noch ein bisschen zu zeitig. Lemar ist einfach jetzt nicht so viel besser als meine Feldspieler. Also da kommt Lemar kommt dann vor allem, wenn halt die Ausdauer unten ist. Ist halt kein Ronaldo oder so. So, Benatia haben wir ein bisschen Glück. Rossi kann er selber auch nicht dribbeln. Sollte schon viel eher stoppen. Außen vorbei, Brozovic, außen vorbei. War aber schon wieder so ein Ding, wo ich sage, ist scheiße. Gegner spielt aber zum Glück auch nicht so gut, deswegen ist nicht so schlimm, wenn wir hier Fehler haben. Na, schade, schießt leider nicht direkt. Der gute Brozovic. Ja, da hat man den Ball schon und das war abseits. Ja, warum man Dzeko im Sturm hat, kann ich wirklich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich meine, ich finde ja schon Sandro Wagner in Form fraglich, aber da hat halt wirklich. Das war ein schlechter Pass. Also der war nicht schlecht von mir, sondern einfach schlecht ausgeführt. Merkwürdigerweise von Lichtsteiner, der eigentlich einen guten Passwert hat. Hier, das Netz reagiert überhaupt nicht, das Netz. Das sieht so kacke aus, wenn er einfach in so einen festen Kasten reinschießt. Das war der erste gute Angriff, den der Gegner aufzieht und. Da war mein Innenverteidiger ein bisschen zu träge, hat zu spät die Richtung gewechselt, war glaube ich Benatia und dann ist es leider drin. Aber ich bin eigentlich guter Dinge, dass das nichts macht und wir hier noch ein drittes Tor schießen und dann auch gewinnen werden, verdienterweise. Zu spät entschieden, was zu machen. War wieder richtig blöd gespielt von mir. Benatia sollte nur ein bisschen den Körper reinstellen und nicht direkt den Gegner umreißen. Ey, wenn man das spielt. Ne, das Spiel verlieren wir nicht. Punkt. Gibt es keine Diskussion. Wir geben schon nicht erst in die Verlängerung. Also, wir werden jetzt hier in der regulären Spielzeit das Spiel gewinnen. Fertig aus, Nikolaus. Wollte eigentlich auf den zweiten Pfosten flanken. Das war eine merkwürdige Schusstäuschung. Schade. Musacho, was machst du denn da vorne, verdammt nochmal? Du bist Innenverteidiger. Schau dich nach hinten. Meine Fresse, ich dachte, es wäre Brozovic. Ich kann doch nicht jedes Mal auf den Namen gucken. Na, der Gegner drückt gerade die Wiederholung ja nicht weg. Oder es ist ein Bug und man kann sich wegdrücken, weiß ich nicht. Er drückt gerade gar nichts weg. Auch das hier lässt er bis zum Ende durchlaufen. Dann ist aber auch gerade nicht mehr an der Steuerung. Jetzt hat er irgendwas gedrückt, glaube ich. Schön. Don Alonso, ich sag ja, Abwehrmonster.
Kein Foul, okay. Oh, schlecht in den Spieler reingedreht. Jetzt können wir Le Mans mal einwechseln. Guter Zeitpunkt. Oh, was für ein Pass, Mann! So eine gute Idee, so beschissen ausgeführt. So ein Lacker, ey, so ein Lacker. Ich bin so krass dran die ganze Zeit und er schafft's trotzdem. Egal, egal, wir schießen uns auf das 3-2 und fertig aus. Schön, wenn man sich an die Situation erinnert, wo Higuain der Vorteil weggenommen wird und er quasi komplett alleine vorm Tor steht. Das wäre wahrscheinlich dann das 3-0 gewesen. Naja, was soll's. Wir gewinnen jetzt trotzdem noch und schießen das 3-2. War auch, also gerade jetzt das Tor, es war zwar rausgespielt, aber wir waren die ganze Zeit so eng dran, da kann ich nicht anders verteidigen, also das geht nicht. Das war schon, das war einfach FIFA 18 Style, dass man dran trotzdem irgendwie durchkommt, das gibt einfach die Momente. Ärgerlich. Mit Dzeko, ey, es versteht nicht, wie man Dzeko spielt. Er kam ja bisher auch nicht wirklich über Flanken und wenn man wirklich Kopfball starke Spieler wird, würde wahrscheinlich eher Mandzukic spielen als Dzeko. Schlechte Idee. Foul. Oh, wird natürlich nicht gepfiffen, wenn der Ball nicht in der Nähe ist. Beziehungsweise ich habe sogar schon mal gesehen, dass es da Schiri pfeift in FIFA 18, aber nur einmal bisher. Auch viel zu wenig gute Abschlusssituation generiert, finde ich. Was? Das war auch wieder klar beigespielt. Okay, es geht mal wieder in die Verlängerung, weil ich Trottel ein 2-0 nicht über die Linie krieg. Von jemandem, der dreimal nur schießt und alle drei aufs Tor und zwei gehen rein. Komm schon. Auch hier würde ich sagen, wäre eigentlich verdient gewesen zu gewinnen. Wir sind der bessere Spieler. Was heißt, wir können auch gewinnen, aber in der regulären Spielzeit hätten wir eigentlich schon gewinnen müssen. Aber egal, egal. Selbst wenn es bis ins Elfmeterschießen geht, wir gewinnen das Spiel. Punkt. Positiv denken, Optimist. Guter Pass. Herzlichen Glückwunsch. Er schießt natürlich noch das Lackertor. Oh, wenn ich das Spiel jetzt auch wieder verliere, das kann nicht sein. 2-0 geführt. Meine Fresse.
Schönes Lackertor. Danke Lemar für diesen hervorragenden Pass. Komm, mach einfach noch ein Lackertor, damit das Ding hier durch ist. Oh, was für ein Dreckspass. Oh. War so klar, war so klar. So ein scheiß Lager, ey, es kotzt mich an. Och, und dann. Komm jetzt, mach den scheiß Ausgleich. Ja! Ja! 120. meine Freunde! Und jetzt gewinnen wir dieses scheiß Elfmeterschießen! Meine Herren! Ja! Letzte Aktion im Spiel! Nice mit Lemar! Schön gedribbelt! Nice!
Ja, komm schon, komm, komm, komm. Und konzentrieren, kein Verschießen. Komm schon. Ich wollte ihn wieder nach rechts schießen. Warum schießt denn der denn in die Mitte? Fuck, Mann. Vier Elfmeterschießen verloren von 5. Scheiße! Und wieder 2-0 geführt und dieses Kackspiel noch verloren. Oh, ey, ich verliere zu viele Spiele, wo ich führe. Das gibt's doch nicht. Und wie gesagt, Elfmeterschießen so schlecht. 5 Elfmeterschießen, 4 verloren. Alter, was für eine Weekend League. Was für eine Weekend League. Ich werde dann hier nach dem Spiel erstmal eine Pause machen. Das gibt's ja nicht. Fuck! Richtig bitter, ey. 2-0 wieder geführt, das Ding verloren. Nach 120 ist noch den Ausgleich gemacht und dieses scheiß Elfmeterschießen verloren. Oh, ich verstehe aber auch nicht, warum der in die Mitte schießt. Ich habe doch nach rechts gezielt oder zumindest versucht, nach rechts zu zielen. Mann, der wäre sonst rein. So ein Dreck. So, ich bin jetzt ruhig, sonst rege ich mich nur auf und ich bin noch beschissener. Ich zieh einfach Lover wieder aus. Oh, was für eine dreckige. Vor allem, ich spiele auf jeden Fall besser als in der letzten Weekend League. Und die Ergebnisse sind so viel schlechter. Vor allem 3-0 führen, verlieren. 2-0 führen, verlieren. Dann immer im Elfmeterschießen. Mann! So, letztes Spiel Wagner. Es sei denn, er macht wieder irgendwelchen geilen Dreck. Ach, Mann. Eigentlich ist mir scheißegal, dass es FIFA 18 ist. Wenn du 2-0 führst, gibst du das Spiel nicht mehr ab. Punkt aus Nikolaus. Weil wer 2-0 führt, da kann er noch ein drittes oder ein viertes Mal schießen. So. Und wer 3-0 geführt, der darf per se nicht mehr verlieren. Ist mir scheißegal, dass es bei FIFA 18 logischerweise einfacher ist oder noch möglich ist. Es darf einfach nicht passieren. So, und jetzt bin ich erstmal ruhig, damit ich mich wieder beruhige. ...1-0, aber ich brauche mich nicht mehr freuen über irgendwelche Tore, weil ich verliere dann trotzdem die ganze Zeit noch. Ich führe hier immer erstmal, dann verliere ich noch, aber egal, diesmal bis jetzt nicht, so bin ich wieder ruhig. Wir genießen nochmal das Tor, Vorlage Wagner. Krass, war nicht so einfach der Pass. Super Mittelfeld, interessant. Ich muss aufhören, solche Laufpässe mit Wagner zu spielen, da kann die eh nicht.
bin ziemlich aggro drauf. Das könnte mir entgegenkommen. So, Arangi, das macht bitte mal eine Flanke zu Wagner. Hey, was ist denn die Abbruchtaste? Was ist denn die Abbruchtaste? Ich habe schon wieder auf Abbrechen gedrückt und er rennt einfach hin wie so ein Bekloppter. Ich will das nicht. Ich verstehe das nicht. Ist denn das geändert worden? Mann. Ich wollte einen Einwurf davon haben. Jetzt wird wieder ruhig. Hier hin und her rennt, nice. Hat er dann aber auch schön keine Ausdauer mehr. Schade, aber auch wieder schöner Pass von Wagner. Boah, krasser Kopfball von Kramaric. War auch krass gehalten von Begovic. Gut, das letzte Bundesligaspiel haben wir auch 1-0 gewonnen, ne? Auch Tor Wagner, mal gucken. 10-0 ist halt immer erstmal geil. Danke fürs Vorlegen. Oh, scheiße, ich wollte auf Wagner spielen. Oh, ich glaube, er wäre auch im Abseits gewesen, Wagner. Och, was für ein Abwurf. Ah, er spielt mit Sonnen, gar nicht mitbekommen. Aber ich habe mir das Team auch gar nicht angeschaut, weil ich zu angepisst noch war. Vom letzten Spiel. Das Ding ist halt, es ist jetzt schon wieder eine beschissene Weekend League. Egal wie die noch ausgeht, selbst wenn jetzt jedes Spiel gewinnen würde und Elite werden würde, wäre halt das Ding, ich habe einfach Spiele abgegeben, die ich nicht hätte abgeben dürfen. Habe zu viele Elfmeterschießen verloren. Teilweise durch eigene Schuld. Nein, oh, zum Glück schaffen wir es auch mit Hector uns da in den Schuss zu stellen, damit es kein Lackertor gibt. Krass, dass er da gar nicht aggressiv drauf geht und presst. Das machen ja eigentlich alle, wenn man da den Ball erobert. Macht ja auch Sinn. Wenn man den Ball dann da wieder verliert, da hat man halt ein Problem.
Okay, ich bin ja nicht ganz zufrieden mit meinem Spiel bisher, muss ich zugeben. Aber nicht ausruhen. Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Das wissen wir ja mittlerweile. Zu Genüge. Vor allem in der Weekend League. Und ja, ich möchte wieder mindestens Gold 3 werden. Das sollte auch klar sein. Hätte ich wahrscheinlich einen normalen Pass wählen sollen, der Laufpass war dumm. Scheiße, ich hätte durchziehen müssen mit Zuber, wäre besser gewesen. Ey, ich muss aufhören mit meinen sinnlosen Laufpässen. Warum spiele ich denn jetzt immer? Schön von Piszczek und mit Piszczek. Mist. Hätten wir besser antizipieren müssen. Hat sich richtig gelohnt, sein. Was ein Scoop-Turn? Quatsch, sein Scoop-Turn, sage ich schon, sein Berber-Spin. Job. Schade. Es war wieder ein relativ anständiger Angriff. Fuck, ey, Tripling kannst du halt so vergessen mit Wagner. Nein. Ja, weil er nicht durchkommt, nicht mehr wusste, was er machen sollte, hat er es mal über einen Distanzschuss probiert, der dann glücklicherweise einfach geblockt wurde. Scheiße. Ich habe auch gedacht, dass ich wohl ganz anders hingezielt habe, aber okay.
Möchte eine Pause. Ich überlege gerade, ob ich Le Mans einwechsel, aber wie gesagt, da ist nicht so gut, dass es sich dann nicht lohnen würde. Ich denke, ich nehme ihn mal für Zuber dieses Mal. Sehr krass, wenn wir in der Bundesliga mit Wagner schon wieder 1-0 gewinnen. Vor allem zu 0 halt. Und wie immer in der Calcio A mit den besseren Stürmern etc. da dann verlieren. Ja, die Pässe von Wagner, aber ich musste da passen, es ging nicht anders. Abgefälscht und Alu, nice. Super schwacher Pass, aber vielleicht wollte er auch woanders hinpassen. Das ist geil, weil du kriegst ihn halt nicht vom Ball getrennt. Wenn er einmal den Ball hat und du halt nur nebenan so ein bisschen rumläufst, dann ist der Ball halt weg. Ja, Deckel drauf, das war eh die 90. Das sind die Dinger, ne? Wenn er halt in der Box zum Abschluss kommt, dann macht er halt auch rein. Das ist halt das Krasse, aber ich weiß nicht, ob das reicht. Aber wieder, wir gewinnen mit Wagner im Team, wir gewinnen zu 0. Was soll ich denn jetzt rausnehmen? Das bringt mir ja nichts. Er hat wahrscheinlich immer noch mega krasse Quotenwerte. Jetzt hat er auch wieder zwei gemacht, eine Vorlage, ein Tor. Aber es reicht nicht, nur mit der Bundesliga zu gewinnen. Ich muss einfach mich raffen. Come on. Tore Schmelzer. Also Spieler des Tages. Er hat wahrscheinlich eine Vorlage gemacht. Tore Wagner und Arangis. Ja, Schmelzer hat eine Vorlage. Wagner macht einen Tor und eine Vorlage und ist trotzdem nicht Man of the Match. Ah, doch nur noch 0,1 schlechter, okay. Na gut, Wagner, du bleibst. Das ist klar. Alter, wir haben jetzt gerade mal drei Siege. Wir sind jetzt gerade mal Bronze 2. Nice. Drei Siege nach 7 Spielen. Das ist echt bitter. So, Zuber bekommt natürlich einen Vertrag. Und ich glaube, da wird es auch dauern, bis wir da jemand anderes haben. Deswegen kriegt er einen großen. Hector bekommt auch einen, weil es gibt einfach keinen besseren. Aber da kriegt man einen kleinen. So, das war's. Wagner, 4 Spiele, 7 Scorerpunkte. Was sollen wir machen? Und Calcio, bitte. Ich muss jetzt auch mal wieder mit euch gewinnen, oder? Danke. Da haben wir De Rossi, aber der bleibt auf jeden Fall. Wobei, auch hier können wir ja mal den Spaß machen und nochmal schauen, ob es irgendwie was Interessantes gibt, weil Gonalons ist ja auch nochmal so, ne? 10.000 bis 20.000, okay, das ist direkt ein bisschen heftig. Wobei, wir gucken einfach mal, es da schon was Interessantes gibt. Sieht nicht so aus, auf den ersten Blick. Die sind dann einfach alle noch teurer. Wir gucken nochmal schnell bei der ZM. Position. Zu langsam sage ich schon, zu wenig Defense. Strootmann, langsam, keine perfekte Defense. Ich weiß nicht. Also klar, wenn man dem Shadow gibt, glaube ich, könnte der eigentlich ganz geil sein, weil er bringt ja schon ein sehr gutes Dribbling mit für den Sechser dann. Guten Pass, guter Schuss, Physis 1,86. Ich glaube, Strootmann könnte ein Upgrade Gonalon sein, aber halt nur mit Shadow. Aber ich glaube, bei ihm würde sich Shadow schon lohnen. Oh, und hier haben wir schon Khedira. Khedira halt auch recht langsam, aber mit Shadow wäre das auch wieder, denke ich, eine geile Karte. Aber der ist schon recht teuer. Ich glaube, Strootmann bekommen wir für unter 10.000. Khedira wahrscheinlich nicht.
Ja, aber wie gesagt, es wären jetzt keine Rossi-Ersätze. Das wäre dann wirklich Gon Alonso, aber das können wir ja trotzdem jetzt mal gucken. Wir machen mal ZM raus, wir machen auch mal die Preisrange raus und gucken mal zuerst Khedira nach. Dann hätten wir auch einen Deutschen, das freut mich natürlich immer. Gucken, was der so kostet. Geben wir mal 15.000 ein. Da wird halt auch so ein Preis sinken, weil er so langsam ist, würde dann auch irgendwann niemand mehr spielen. 13,5. Ich glaube, der ist mir für über 10.000 immer noch zu teuer. Das. Zumal ich dann doch lieber den Strootmann nehme. Da war glaube ich auch noch mal ein Tick kompletter. 13.000. Ja, nehmen wir mal den Strootmann. Der sagt mir gar nichts. Also ich weiß auch nicht, der kommt mir gar nicht bekannt vor. Irgendwie merkwürdig. Was der so kostet, ich glaube, da kriegen wir auch schon für 9.000 oder weniger, oder? Come on. Ja. 9.000. 9.000 ist echt das Billigste, okay. Aber den würde ich schon gerne für Gon Alonso nehmen. Der wird auch im Preis fallen, da werde ich auch Verlust machen, aber das nehme ich im Kauf, glaube ich. Ach so, ich könnte seine Ingame-Werte ja mal anschauen. So, schießen. Oh, Schusskraft 85, Ferndeser 78, also da kann auch mal einen gut draufpressen. Übersicht, Flanken, kurzer Pass 86, langer 83, ist sehr schön. Reaktion, Ballkontrolle ist auch gut, Ruhe auch. Abfang 84 ist sehr gut als Sechser. Fairer Zweikampf ist auch gut. Aggressivität 86, Stärke 83, Ausdauer 82. Der hat echt geile Werte. Und wenn man da noch Shadow drauf rechnet, dann wird er richtig geil. Also den nehmen wir. So 9.000 ist normal der billigste mit 19 Verträgen. Jetzt schauen wir mal, ob es ihn mit Shadow gibt, weil das wäre das teuerste. Es gibt ihn nicht mit Shadow, aber wir haben noch Shadow, deswegen wäre es nicht ganz so schlimm. Wir schauen mal spaßeshalber noch nach, ob es ihn mit Anchor gibt. Für 12.000 ist auf jeden Fall zu teuer. Dann schauen wir mal nach, ob es ihn preiswert als Sechser schon gibt, weil er ist da nur ein ZDM, ZM. Da gibt's ihn auch nicht, nur meine Herren. Okay, wenn es auch nicht ist, dann schauen wir noch mal, ob 9.000 immer noch das billigste ist. Oder ob es jetzt vielleicht gerade jemand durch Zufall noch billiger reingestellt hat. Ne, 9.000 mit 19 Verträgen. Es ist super unwahrscheinlich, dass irgendjemand mit mehr Verträgen, also mit so viel mehr Verträgen drin ist, dass es sich lohnen würde. Aber wir gucken trotzdem noch mal. Ach so, es gibt gar keinen. Ja, dann nehmen wir den jetzt direkt, bevor er weg ist. Wir müssen den jetzt also noch zum. Och nein, ey, leckt mich doch mit eurem, meine Beobachtungsliste ist voll. Wenn ich mir einen per Sofortkauf kaufen will, dann ist doch scheißegal, wie viele auf der Beobachtungsliste drauf sind, weil da geht er dann direkt in den Verein rein. Och, jetzt habe ich gedrückt auf alle zuweisen, das wollte ich doch auch nicht. Scheiße. Egal, ich beende die Aufnahme, das müsst ihr nicht mehr sehen, also bis zum nächsten Mal, tschüss.